Geht los, oder was? Ja, okay. Nervös, oder was? Nein, nein, nein. Ich muss nur kurz überlegen. Oh Mann, das kommen die Outtakes, das kannst du glauben. Moin, Leute. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Schrauber-Channel. Ein neues Gesicht. Nicht ganz. Ich bin nur zu Besuch hier, weil der liebe Dominik mich eingeladen hat. Und ich habe auch ein schönes Geschenk für den Dominik mitgebracht. Und zwar eine Pumpe aus meinem MB-Track 6570. Da ist ein OM314-Motor von Mercedes drin verbaut. Und eine Bosch Rhein-Einspritzpumpe. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Pumpen. Aber was ich machen kann, ist vielleicht ein bisschen helfen heute. Und das versuche ich auch, wenn der Dominik... Also das versuche ich auch, wenn der Dominik mich auch mal lässt. So. Es ist unglaublich, was Probleme für Deutsch. Ja, sammeln wir uns alle mal wieder hier. Schön, was die deutsche Sprache alles an Problemen bereiten kann, vor allem mit dem schwierigen Namen Dominik. Ne? Richtig. Ja, herzlich willkommen Björn, der Kollege von Land und Björn mit seinem super kreativen Kanalnamen. Ich bin schon ein bisschen neidisch hier mit meinem Schrauber-Channel, so komplett Standard. Ja, guckt mal auf seinem Kanal vorbei. Da wird wahrscheinlich auch noch was hier zu kommen, nehme ich mal an. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die Geschichte ein und reißen das Ding mal auseinander, nachdem der Björn, der gerne helfen möchte, den ganzen schwarzen Schnodder hier abgekratzt hat. Weil da gucke ich heute nur zu, weil Putzen ist ja so die Hauptbeschäftigung. Ach so. Ja, klar. Ich sehe die nur immer so blank, die Pumpen bei dir. Ich denke, boah, wie macht der das? Ja, ich zauber die nicht sauber. Ja. Ne? Das ist mit viel Elbow Grease, wie der Brille sagen würde, ne? mit viel Arbeit verbunden. Naja, ihr werdet es sehen. Mal gucken, was ihr aus dem dreckigen Ding hier rausholen können. Schweitertag. Ja, ich habe mir dann gedacht, habt ihr schon oft genug gesehen, wie man so eine Pumpe auseinanderreißt und wieder zusammenstopft und prüft und einstellt. Ihr habt leider meinen neuen Prüfstand verpasst. Den gibt's bei dem auf dem Kanal. Könnt ihr mal gucken. Zumindest mal ein paar Ausschnitte haben wir eingefangen. Das ist richtig. Ja, so 2-3 Mal haben wir, glaube ich, mal für so ein paar Sekunden. Egal, da könnt ihr schon mal so... Es gibt so ein kleines Häppchen. Ja, ein Häppchen, so ein Schmeckerle. Könnt ihr bei ihm mal gucken auf dem Kanal. Ich denke, ich werde in absehbarer Zeit auch mal noch mal irgendwas an meinem neuen Prüfstand machen, dass ihr den auch mal gesehen bekommt. Und Björn, du darfst doch mal ganz, ganz glücklich hier deine neueste Errungenschaft präsentieren. das ist es. Guckt es euch an. Der Gerät. Kaum wiederzuerkennen. Ich bin mega happy. Ist wirklich eine krasse Leistung, die da der Opa vom Dominik hingelegt hat. Entschuldigung. Nee, tatsächlich himself. Ich habe es gesehen. Ist Land und Björn proofed. Ich habe hab ja auch ein bisschen mitgewirkt tatsächlich an der einen oder anderen, an zwei Stellen vielleicht. Nee, ist ein tolles Teil. Sah super aus auf dem Prüfstand. Ist auch ein toller Prüfstand. Wahnsinn. Ich bin echt beeindruckt. Ja, ich würde behaupten, wir bauen das Ding einfach mal ein. Ja. Gerne. Und das ist das Schöne ja beim Schneiden und. Hey, leider so geht's ja nicht. Ja, nee, schade. Egal, kriegen wir hin. Ihr kriegt wahrscheinlich einen Zeitraffer davon, weil das will keiner sehen. Die interessanten Sachen machen wir aber. So, Förderbeginn einstellen. ja, das ist eigentlich. Ja, du hast das ja schon gerade kontrolliert, ne? Bei dem. Ja, stimmt. Oder kannst du ja mal kurz erzählen. Die Markierung haben wir ja schon geguckt. Ich habe also die Mox um 314, 352 etc., die haben hier so einen geschlitzten Zahn, den ich ganz gerne mit gelbem Lack fülle. Der ist original auch mit gelbem Lack gefüllt. Den hat man natürlich dank schwarzem Motoröl sehr gut gesehen, den gelben Lack. Mit Zeiger an der Seite, antriebsseitig. Ihr seht es gleich auf dem Video. Wir setzen jetzt erstmal das Ding rein. Nee, wir ziehen als erstes mal die Düsen, dass wir ihn drehen können. Und dann setzen wir die Pumpe mal rein. Viel Spaß. Thank you.
benutzen jetzt übrigens mal das Ausbauwerkzeug für die Düsen vom Mock. Erstmal lösen wir dann hier die Haltemutter von den Düsen. Wenn sie abgeht. Also ich habe mal so einen Satz besorgt bei eBay. Da werden die ab und zu mal angeboten aus alten Depotbeständen von der Bundeswehr. Und der war jetzt auch tatsächlich mal vollzählig. Da wird auch mal vorkommen, kann man Glück haben im Leben, ne? Und ja, jetzt wird hier erstmal mit 30er, ist das, ne? Ja. Ja, 30er Steckschlüssel, die ja. Düse. Die hat hier so einen Haltekranz oder was, ich weiß nicht, wie man das nennt. Verspannung. Genau. Abgeschraubt. So, und dann gibt's hier auch noch eine genau. Ausziehvorrichtung. Genau. Kommt dann hier drüber, wird auf die Düse geschraubt. Was hier alles hier Spezialwerkzeug, seht ihr auch eine Daimler-Nummer drauf. Wird dann ins Gewinde eingeschraubt und dann kommt eine Mutter oben drauf, die man vorher ein bisschen einschmieren sollte. Weil wer gut schmiert? Ja, der gut fährt. Da müsste theoretisch sogar eine Langnuss in dem Set drin sein, für die zu drehen. Oder? Glaube ich nicht. Ich glaube, die drehen das sogar mit einem Schlüssel, kann das sein? Ist möglich, ja. 22 oder was? Nicht, die fahren eine englische, aber ist möglich. Ja. Nee, ich kann dir auch eine Dings geben. Geht schon. Ich habe auch eine Nuss. So, und das ist so die, ich sag jetzt mal, die Werkstattvariante. Die offizielle Methode. Die offizielle Methode. Und gleichzeitig der Dominik vielleicht, wenn er Bock hat, auch noch die... Die Redneck-Methode. Die Quick and Dirty, wir sind in der Wüste und haben keine Zeit-Methode. Ne, für alle, die jetzt nicht so einen Spezialwerkzeugsatz haben oder keine Möglichkeit haben, sich den mal irgendwo auszuleihen. Ne? Ja, kommt schon, ne? Ja, kommt schon. Das, so, wir sind oben angekommen. Das ist auf jeden Fall so sehr schonend. Die damit rauszuholen. Und zack, da ist der Apparello. Guck mal, wie die aussehen. Was sagst du dazu? Ja, ne? Ja, sag mal ernsthaft. Guckt euch mal die Nase hier an, wie schwarz die ist. Komplett zugeguckt und verrußt. Ich zeige es euch mal noch für meine Leute hier, wenn ihr es denn seht. Ja. Glaubt mir, die ist fertig. Ja, ne? Die ist fertig. Die ist fertig wie ein Backfisch. Ja. Und was für ein Backfisch. Aber ja. Ist das jetzt normal, dass das so ölig da so drumherum ist, so verschlammt? Das läuft ja von oben rein, der Schlamm. Ne? Okay. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, nein. Eher eigentlich ein gutes Zeichen bei diesem Motor, weil die ja auch den Anfang gesehen haben und nicht übersprungen haben, haben ja festgestellt, dass mein Motor kurz vor, ich mach die nächste Saison doch nicht mehr mit, stand. Ne? Weil ja dieser kleine O-Ring in der Förderpumpe sich verabschiedet hat. Das ist alles vorweg verraten. Jetzt müssen die ja gar nicht zurückspulen. Ja, richtig. So, gut. Machen wir mal noch die Quick and Dirty. Ja, aber die geht auch nur, wenn man vorher mit dem 30er, wie gesagt, diesen Spannring da gelöst hat. Genau. Oder diesen Klemmring. Die Haltering. Halteschraube, Überwurfmutter. Das war mein Ellenbogen, das gehört. Ich finde das richtig toll, wie du mein Werkzeug hier das war mein Schlagabzieher. Im Holz verteilst. Den brauche ich übrigens, kannst du dich mal für mich bücken, danke. Bücke mich für dich. Genau, alter Mann, bück dich mal für den Jungen. Ja. Kannst dich gleich auch nach deiner GoPro bücken, so wie das hier aussieht. Ich sag dir gleich, alter Mann, ey. So, hast du davon, Wackler im Bild. Wenn die Zuschauer seekrank werden, weiß ich warum. Ja, vom Zeitraffer oder was. So, dann ist hier nochmal für die nicht so schnellen. Also das Ding ist tatsächlich selbst gebaut, ne? Ja, aus dem Kolbenbolzen, aus dem alten. Ja. Boah, Wahnsinn. Klasse. Quatsch. Ich bin beeindruckt. Also, so geht's natürlich auch, mit viel Gefühl und ordentlich Kraft. Viel Momentum, ja. Viel Momentum. Also, wir machen weiter. Ihr könnt gespannt sein. Ja, ich glaube, so als nächstes Mal, wenn wir wieder einschalten, sind wir irgendwie dabei, so eine Einspritzpumpe hier reinzufummeln.
Ja, ne, nur so kurz mal hallo, es ist jetzt Tag 2. Moje. Ja, Björn hat mal wieder eine halbwegs normale Stimme. Ja. Ich bin auch wieder ausgeschlafen. Das ist echt 9 Stunden gepennt die Nacht, ne. Mal sein Gästebett hier eingeweiht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Wir bauen heute mal die Pumpe hier ein. Die steht da, so versteckt sich das hübsche Ding mit dem goldenen Gashebel. Die muss da so rein. Oh, ach, er will sich stolz präsentieren. Ja, dann präsentier doch mal dein... Im Sonnenlicht. Im Sonnenlicht, ja, das glänzende hier, Teil diese hier. Diese wunderbare, überarbearbeitete Pumpe für den OM314. Hier auch nochmal. Die Markierung wird man gleich richtig gut sehen. Genau. Im laufenden Betrieb setzt sich da nochmal alles zu, ne? Und dann verschwindet da auch der Lack drunter. Dann erkennt man diesen gespaltenen oder geritzten Zahn echt schlecht. Also, wer das beim Ausbau sehen möchte, gerne mal bei mir vorbeigucken. Macht ja schon Eigenwerbung hier. Immer. Wenn du es nicht machst, muss ich es ja machen. Sorry. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Zeitraffer davon. Das ist nämlich schwer. Weil, ja, ja. Wenn jemand das Ding rausgezogen hat, dann... also, wenn er es richtig rausgezogen hat, dann wird er es wohl wieder richtig reinkriegen. Hoffentlich. Ja, danach stellen wir noch Ventile zusammen ein und setzen noch die neuen Düsen rein. Und dann ist der große Moment, Björn. Ja, dann push the button. Jawohl. Explosion. Ja, ich bin gespannt. Drin. Hier nochmal für den gewieften Zuschauer, der das auch mal machen möchte. Da Pfeil, da gelber Zahn. Und bevor jemand jetzt sagt, er hat das auf dem Zeitraffer nicht gesehen, dass wir die blöde, ich nenne sie mal Arschlochschraube da hinten reingekriegt haben. Ich habe natürlich mit meinen Profi-Chirurgen-Händen hier da, die ist drin. Nicht nur handfest. Nicht nur handfest, nee, nicht wie vorher, gell Björn? Ja, ja. Also als ich die ausgebaut habe, waren komischerweise die Schrauben, die hinter der Pumpe liegen, die so ein bisschen spannender sind, um die loszuschrauben, die waren alle sehr, sehr leicht gängig, will ich mal behaupten. Ja. So, wir stellen jetzt noch Ventilchen ein, solange wie die Düsen draußen sind, dann kann man den nämlich leichter drehen. Und dann geht es an den interessanten Teil, dann stellen wir mal den Förderbeginnrich ein. Nächster Schritt, neue Düsen. Ja, ein bisschen Fett hier oben drauf. Flammscheibe dran, dann rutscht die auch nicht weg, wenn man die einbaut. Und beim Unimog bzw. beim MB-Truck wird die dann hier mit dieser Führungsnase hier reingeschoben. Und dann mit ihrer Spannmutter angezogen. Ich höre schon die ersten Fragen, was kriegen die für einen Drehmoment? Guckt bitte im Handbuch. Und macht so Sachen auch bitte nur mit Handbuch. Da ist nämlich auch schnell mal was schief gelaufen, wenn man nicht ins Handbuch guckt. Wo denn ist das Werkzeug? Ah, da. Jo, ne? Leitung dran. Und das war es dann. Mehr ist es nicht. Pumpe ist drin, wie man sieht.
Aber der Björn war fleißig, hat fleißig zugeguckt. Hat auch ein paar Schrauben selber reingedreht, dass er wieder sagen kann, er hätte was getan. Ne? Ja, jetzt geht's ans Entlüften. Grüße gehen raus an Steffen. Ne? Man nimmt einen Zehner für die hier aufzumachen und nicht irgendwie einen Flachschraubendreher. Und dann kannst du erstmal dein Filtergehäuse füllen. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht zeigen, wie ich hier jetzt dem Truck eine von der Palme wedel. Ist da überhaupt noch Sprit drin? Gut, dass wir die Förderpumpe überholt haben, ne? Ja, klar. Jetzt bist du hier nicht mehr fertig. Du hast hinten, wie der Sprit schon zurückläuft im Tank. Genau. So weit sind wir noch nicht, Björn. Ich glaube, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Ne? Wir entlüften alles bis und dann steigen wir wieder ein, wenn es spannend wird. Ja, ich stehe hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ne? Wo kann das herkommen? Ich stehe hier die ganze Zeit mit einer Pumpe und denke mir ja gerade so, wieso höre ich es zischen, wenn ich loslasse? Ja, der Herr Björn hat die Endmontage gemacht und hat den Rücklauf an Zulauf gemacht. Also die Saugseite der Förderpumpe an den Filter. Und der Zulauf vom Tank hängt zurück. Das heißt, wir blasen die ganze Zeit nur Luft in den Tank. Das ist auch das, was so geblubbert hat. Ja, beziehungsweise den Kraftstoffrest. Ja, genau. Jetzt ist das Filtergehäuse in jedem Fall leer. Ja, super. Schön. Das heißt, Be right back. Da kommt die Brühe geflogen. Weißt du, was schön ist? Ist die ganze Kraftstoffleitung leer? Kannst du jetzt nochmal komplett fluten. Ja, aber die neue Pumpe zieht ja. Ja, klar. Wie Hulle. Komm, setz dich rein, Anlasser. Nee, wir sind ja hier nicht am Hanomag. Das ist gemein. Ja, der Arme. So, jetzt müsste das auch gehen, nur mit Lüften, ne? Jetzt fühlt sich auch so an, als kein Kraftstoff. Noch nicht. Okay. Mach lieber wieder die große oben auf. Okay. Sonst drückst du schon immer die Hälfte aus dem Filter runter an die Pumpe, weißt du? Nee. Ja, weißt du doch, dass ich das nicht weiß. Weißt du, dass ich nicht weiß, ne? Weiß ich doch. Genau. Ja, wer weiß, dass er nichts weiß, weiß schon mehr als jemand, der nicht weiß, dass er nichts weiß, ne? Ja. Wort zum Sonntag. Okay. Frohe Ostern. Wer sagt denn, dass heute Ostern ist? Ich. Ist heute Ostern? Als ob wir am Ostersonntag hier sowas machen würden. Nee, ich würde doch nicht meine Freizeit aufs Spiel setzen, für irgendwelchen Leuten hier zu helfen. Komm. Irgendwelchen? Du kannst froh sein, dass ich dich so gerne habe. Ja, du auch. Ja, nachher hier irgendwo, wenn das Ding wieder läuft, ne, im Frontlader ein Löschlein ausgehoben und verschüttet. Ja. Die letzten Aufnahmen von Dominik. Der letzte Lebensnachweis für mich. So, also, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir eben waren. Wir entlüften weiter und dann steigen wir nochmal ein. Ehrlich gesagt. Okay. Ganz kurz, er ist wieder da. Das Biest wurde gerufen, weil wir brauchten ein bisschen Luft. Ihr seht, hier liegt ein Kabel. Und wofür brauchten wir die Luft? Ja, wir haben uns eben mal schön die Leitung leer gepumpt hier. Und jetzt hast du den Schlauch weggemacht, ne? Ja. Unter Zuhilfenahme des sogenannten Venturi-Effekts haben wir dann hier einen Schlauch auf die Förderpumpe gemacht und mit Druckluft quasi in den Schlauch reingeblasen. Guck mal, der liegt hier vorne. Der liegt hier noch? Ja. Das ist sonst alles zu theoretisch. Ja, das ist sonst alles zu theoretisch. Genau. Ne, den Teil hier haben wir auf die Förderpumpe aufgesetzt, haben hier in den Schlauch ein Loch reingemacht, da kam dann die Luftpistole so rein in den Schlauch und dadurch, dass du dann hier einen Luftstrahl raus hast, baust du hier ein Vakuum auf. Ne? Das ist der sogenannte Venturi-Effekt, der durch das Wegreißen der Luft, die hier vorne drin ist, hier unten einen Unterdruck erzeugt. Und dadurch haben wir jetzt gerade mal eine halbe Stunde Pumpen weggemacht. Genau. Also dadurch hat er richtig schön angesaugt. Also es hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert und schon war alles da. Jetzt können wir das Filtergehäuse mal füllen. Ja, man hört doch jetzt, dass die Pumpe ein bisschen anders klingt. Ja, ist viel satter. Warte, ich gehe mal gerade da ein Stück hoch. Aha, da oben. Habt das gesehen hier? Einmal für die Kamera.
Ja, wir müssen hier schon Zwillingsfilmen, ne? Ja. Wie ist das so, wenn man auf zwei Bildschirme gleichzeitig gucken muss? Fängst du an zu schielen, oder? Aber ab und zu bist du nur halb drauf. Ich tue, was ich kann. Okay. Entschuldige mich, ja. Okay, also, entlüftet haben wir. Nee. Noch nicht komplett. Wir haben jetzt erstmal geguckt, dass überall Kraftstoff ist. Nee. Auch noch nicht. Wir haben erstmal nur das Filtergehäuse entlüftet. Jetzt noch die Pumpe. Ne, also Step by Step. Genau, eins nach dem anderen. Hört man auch schön, ne? Ja, die ist jetzt richtig satt. Also, aha. Runter sprudelt der Quell. Genau. Der Quell der Kraft. So. Das reicht schon an Entlüftung oder was? Wenn er, okay. Also bis hierhin ist das, was die meisten machen. Ja. Und Grüße an Steffen, ne? dann lässt der Arme, der ist schon so oft hier genannt worden. Ja, guck mal bei dem vorbei übrigens, ne? Steht hier, heißt der, den habe ich auch schon ein Pümpchen gemacht. Hier hat er an seinem Hanomag verbaut. Ja, dann lässt man hier oben die Muttern an den Einspritzdüsen noch lose. Der Ghetto-Weg ist jetzt natürlich Anlasser und Jalla, ne? So wie ich das jetzt machen würde. Genau, der Profi-Weg ist, wenn du drankommst hier, kannst du mit dem Schraubendreher in die Pumpelemente reingreifen und kannst die normalerweise pumpen. Ne? Kommst halt jetzt am MB-Track scheiße ran. So. Ne? Da ist ja schon wieder Ding pumpen. Ach, jedes einzelne. Ja. Und so kannst du den bis oben hin vorpumpen. Bis vor die Das Dünne. Heißt, dass er gleich beim ersten Schlag wahrscheinlich angeht. Das anzunehmen, ja. Nicht so wie bei den meisten, die dann noch erstmal orgeln. Ja. Ne? Das ist jetzt entlüftet, kannst du zumachen. Okay. Aber wie gesagt, bei dem hier kommst du halt scheiße ran. Ja. Ja. Wahrscheinlich, also wenn wir auf der 1 Saft haben. Reicht, der läuft auf einem Dippen. Zieht der die anderen schon mit, oder? Ja, den kannst du jetzt zum Beispiel nicht pumpen, weil der gerade im Hub ist, ne? Ja. Da kommst du nicht tief genug runter. So, und jetzt haben wir hier natürlich die Herausforderung. Hier ist noch eine Frontladerkonsole vor. Ne? Ja, ich habe heute schon tausendmal gesagt, Björn, wäre die Frontladerkonsole ab, wäre das einfacher, ne? Wäre die Frontladerkonsole ab, könnte man auch besser entlüften. Naja, ich verstehe, dass du die nicht abmachen wolltest. Ja, alleine ist das wirklich schwierig. Ja, nee, kriegst du so nicht gepumpt, ist der Hebel zu kurz. Ja, wir haben auch noch einen längeren, ne? Ja, nee, aber du kommst ja nicht bei. Okay, gut. Das heißt, der Anlasser muss jetzt mal den Rest erledigen. Alles klar. Ich hol mal mein Knie da raus, ja? So, Achtung. Wir starten. Ja, das wird's. Gut, reicht. Ja, wir brauchen den Rest von der Batterie jetzt gleich zum Start. Ja, ja. Hast du schon gehört, ne? Ja, der ist schon am der macht schon einen Hofmix, ja. Ja, scheiße, ey. Das wäre jetzt noch, dass wir den hier frisch gepumpt, frisch bedüst anziehen müssen, den Truck. Weil die kriegst du den hier nicht so einfach raus. Ich habe den so eingeparkt. Wir starten, oder was? Ja, wir starten. Also ist das jetzt der Moment? Ja. Really? Ja. Are you ready? Are you ready? Auf geht's. Ich gebe immer dem Anlass ein paar Sekunden, ne? Ja, aber da siehst du es, ne? Da kommt dein... Okay. Finger weg, geht los. Jo. Fast, ne? Fast, ja. Okay, ich hab zu früh, ich hab gedacht, ich bin schon im Anlasser. Ja, kommt doch. Ja. Here we go again.
Du das nur, dass er so Qualen? Du das nur, dass er so Qualen? Ey, wie geil das. Das wird der Herr bei dir auf der Kamera so geil aussehen. Ja. Voll die Nebelmaschine. Das wurde. Es ist irgendwas passiert. Der bläst aber durch alle ab, ne? Ja, ich sehe den. Bitte? Scheiße, Mann! Ah! Oh. Nee, passt alles. Ja, aber fuck, ist wirklich die Batterie platt. Der ist komplett platt, ja. Scheiße. Ey Mann, der bläst durch jedes Ventil ab, ne? Ja. Was wollen wir machen? Was denn? Ja, wir spannen jetzt den 80er hier vor. Überbrücken. Anziehen. Er läuft nicht. Nee, er läuft nicht. Wir haben jetzt keine Mikros mehr, wir haben es vergeigt. Ja, richtig. Wir haben so lange gebraucht, dass jetzt die Akkus leer sind. Also beziehungsweise der Akku vom Empfänger leer ist. Das heißt, ihr müsst euch jetzt leider mit der crappy Quality von der Kamera hier abfinden. Ja, er ist zwischendurch dann mal angesprungen. Also das muss man jetzt sagen, wenn wir jetzt gleich starten. Er ja. Lief schon mal ganz kurz. Er lief schon mal ganz kurz, weniger gut, aber immerhin lief er. Ja, der Motor ist von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ja nicht mehr so einen guten Knorke-Zustand, ne? Jetzt hier kein B-Track-Bashing. Ja, dafür ist der Rest noch liebenswert. Ja. Ja. Nee, da muss der Björn wahrscheinlich bald noch mal ein bisschen Hand anlegen. Ja. Ja, komm. Ach so. Da ist Andi Schrankwand. Und wir starten. Der ja. Akku leer, ne? Das gibt's doch nicht, oder? Oh, Björn. Der lief eben. Und jetzt haben wir noch für die Batterien zu laden. Ja, scheiße. Wir machen eine kurze Sendeunterbrechung und dann... Machen wir es halt nochmal, ne? Gut. Ja, der gewiefte Zuschauer wird es erkennen. Es ist in der Zwischenzeit irgendwie ein bisschen dunkler geworden. Wir hatten jetzt die Pumpe nochmal draußen. Björn filmt auch gerade. Ja, ne? Die Markierungen, die da auf dem Motor sind, nachdem Björn das Ding ausgebaut hat, kompletter Schwachsinn. Weil kein Zeiger mehr dran ist und nix. Ich habe da auch in guten Glauben dann das Ganze einfach so hingenommen, wie es war. Habe jetzt aber auf die Muttermethode den OT rausgesucht und habe mein Winkelmesser die Pumpe passend eingestellt. Jetzt gucken wir mal, wenn der da drin fertig ist mit Labern. Ja, ne? Ob das Ding anspringt. Ja, Björn, volles Rohr, gib ihm! Ja, Gaspedal ist nicht angehängt, ne? Ja, machst du mal. Ja. Gaspedal muss angehängt. Zieh mal auf Stopp. Danke. Stück vor. Reicht. Ja. Aber eigentlich müsste der jetzt so angehen. Ja, so weit wie wir die Stupser eben reingedreht haben. Ja, ohne Quatsch, weil ich musste so weit nach unten drücken noch, das Pedal, dass der jetzt ausgeht. Das musste er vorher nie. Ja, klar. Dann guck auch mal, wie er hochdreht. Ne? Der kann jetzt ziemlich, dass du Hand am Stopphebel hast. Ja. Hab ich. Ja, schön. Ja, nicht so schön. Ja, Dominik meets 8006. Er ist quasi im Beast-Modus. Ja, also, wie ihr auch erkennen könnt, die Haubenhalter
müssen auch noch erneuert werden. Ich habe jetzt so eine Haubenfeder drin, deswegen steht die ein bisschen hoch. Markierungen geht, die gar keine sind. Ey, das ist ein Tipp, den ihr jetzt bekommt. Ne? Gratis und super und lebensrettend, zeitrettend. Verlasst euch da nicht immer drauf. Nee, verlasst euch niemals auf eure Freunde, dann seid ihr nämlich verlassen. Verlasst euch niemals auf die Riemenscheibe, ja? Für den Unfall. Du weißt nicht, wer vorher an dem Motor war, wer den zusammengeklöppelt hat. Ne? Stehst du da? Ne? Auch hier, das war völlig sinnfrei eigentlich. Ja, ja. Aber guck mal, wie sauber der Wolf. Da kommt gar nichts mehr. Weg. Ja. Schön. Leute. Vielen Dank, Dominik. Ja, bitte. Ich wünsche euch was, gell? Hier, bei dem da vorbeischauen, bei dem großen Mann. Land und Björn, genau. Genau. Da seht ihr das halt auch nochmal in Action. Richtig. Bei mir, ne? Abonnieren und liken nicht vergessen. Teilt mit euren Freunden. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Truck Power! Ja, Truck Power! Ciao!